Heute geht es um Akteure. Akteure für das mediengestützte Lernen, Akteure bei der Produktion und der Entwicklung von mediengestützten Lernangeboten. Wen und wie sollen wir da berücksichtigen? Was ist wichtig? Worauf sollen wir achten, wenn wir Akteure analysieren? Das sind Themen in diesem Kapitel. Und ich möchte so ein paar Aspekte, die in dem Kapitel behandelt sind, in diesem Vortrag Ihnen erläutern. Als Einstieg wähle ich ein Modell aus der allgemeinen Didaktik, was in der deutschsprachigen Diskussion sehr wichtig ist und auch sehr viel Beachtung gefunden hat. Es ist das Modell von Paul Heimann. Paul Heimann hat ein Rahmenmodell vorgestellt, mit der sich Unterricht planen lässt. Und dieses Modell wird bis heute von vielen Lehramtsstudenten herangezogen, auch von vielen Lehrpersonen herangezogen, wenn sie sich überlegen, wie kann ich meinen Unterricht planen. Ausgangspunkt sind bestimmte Rahmenbedingungen, sind bestimmte Voraussetzungen, die wir analysieren wollen oder müssen. Und wir müssen definieren, welche Ergebnisse sollen letztlich gezeigt werden. Wenn wir nun die einzelnen Punkte analysieren, dann sind vier Analyse- und Entscheidungsfelder relevant. Wir müssen die Lehrinhalte bestimmen und die Lehrziele bestimmen. Wir müssen die Methoden bestimmen und die Medien bestimmen. Eine ganz wichtige Überlegung dahinter steckt: Wir müssen trennen zwischen den Lehrinhalten und den Lehrzielen. Also, Lehrinhalte könnte zum Beispiel sein, der Dreisatz in der Mathematik. Das Lehrziel könnte sein, die Lernenden sind in der Lage, eine einfache Berechnung im Sinne des Dreisatzes auszuführen, ohne weitere Hilfsmittel. Das Ziel ist also sehr genau bestimmt, während das Thema ist eben einfach fachlich definiert, um was es geht. Wir können also die Lehrinhalte auswählen und spezifizieren und wir müssen genau beschreiben, was sind die Ergebnisse dann letztlich im Sinne von Lehrzielen. Nun, die Methode, das ist die didaktische Methode, das ist die Frage, wie wird nun das Lernangebot aufbereitet und die Medien, die sind davon unabhängig wiederum zu sehen. Da geht es darum, sind es synchrone Angebote, asynchrone Angebote, werden sie getaggt, werden sie offen bereitgestellt. Das sind Entscheidungen, die den Medien betreffen. Aber hier auch wieder ein wichtiger Punkt. Wir unterscheiden zwischen der Methode und dem Medium, dem didaktischen Methode und dem didaktischen Medium. Und damit wird auch deutlich, wenn ich zum Beispiel sage, ich entscheide mich für eine Videokonferenz, dann ist das keine didaktische Methode. Es ist also keine Methodenentscheidung, sondern es ist eine Medienentscheidung. Wir müssen also auch aufpassen, wenn wir sprechen, wir haben uns für die Methode des E-Learnings entschieden, dann wäre das schwierig oder falsch, weil didaktische Methoden sind zum Beispiel Gruppenarbeit, sind Präsentationen, wäre etwa das Gruppenpuzzle, kooperative Ansätze, also verschiedene Arten, das Ganze methodisch aufzubereiten. Sie sind aber unabhängig von dem Medium, denn ein Gruppenpuzzle kann ich durchführen mit Papier und Bleistift in einer Präsenzsituation, ich kann es online einführen, ich kann es mit einer Videokonferenz realisieren etc. Also wichtig, diese vier Felder zu unterscheiden und auch zu erkennen, wo etwas zu machen ist. Der entscheidende Punkt ist, dass Heimann davon ausging, dass diese Entscheidungen eben unabhängig sind. Einerseits, aber sie sind wechselseitig in einem Abhängigkeitsverhältnis. Also sie sind zum einen als getrennt und separat zu betrachten, aber Entscheidungen in dem einen Feld können Rückwirkungen auf das andere haben. Hier nochmal bei den Lehrzielen, nicht, geht es, sind sie im Einzelnen zu bestimmen, bei den Lehrinhalten hier ist zu definieren, um was geht es, wie können wir die Inhalte modularisieren. Bei der Methode geht es um die Wahl des didaktischen Ansatzes, um die Frage, wie können wir das aneinanderreihen in einer zeitlichen Struktur machen, in welcher Sozialform ist das Angebot zu planen, wie ist es zu organisieren, zeitlich, räumlich. Und eben bei den Medien, wie bringen wir die Information zu den Lernenden, wie können wir Kommunikation ausgestalten, wie können wir Arbeitsprozesse medial unterstützen. Diese Entscheidungen sind zu treffen und hier eben der Punkt von Paul Heimann auch zu sehen, wir müssen das betrachten als ein Feld, bei denen die Entscheidungen auch
sich rückwirken können. Wenn wir die Zielgruppe beschreiben möchten, dann können wir dies anhand von bestimmten Kriterien machen. Zunächst die soziodemografischen Daten. Da können wir sagen, um wie viele Personen geht es, zum einen in der Grundgesamtheit und um wie viele Personen geht es wahrscheinlich konkret in dem Lernangebot. Wie können wir diese Personen im Durchschnitt im Alter, Geschlecht, Region, des Einzugsbereichs und des Bildungshintergrunds beschreiben? Ist das Vorwissen eher hoch, dann heißt es, es liegen die grundlegenden Begriffe vor oder müssen wir diese grundlegenden Begriffe überhaupt erst einführen? Bei der Motivation interessiert, ob die Motivation mehr von innen herauskommt oder ob das Ganze auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist, auf einen Abschluss, auf eine bestimmte Karriereerwartung im Unternehmen oder ähnliches. Bei den Lerngewohnheiten ist von Bedeutung, sind die Lernenden gewohnt, selbstständig sich Inhalte anzueignen oder sind sie es eher gewohnt, halt eine sehr stark strukturierte Form von Unterweisung zu erhalten. Zur Lerndauer. Hier ist relevant, wie viele Stunden werden die Lernenden sich mit dem Lernangebot konkret befassen? In etwa, ungefähr. Nur die Größenordnung ist hier relevant. Reden wir über 10 Stunden, über 100 Stunden, mehrere hundert Stunden, über eine halbe Stunde. Sie verstehen, was ich meine. Es geht um eine ungefähre Abschätzung der Größenordnung, auch um hier Klarheit zu bekommen, auch zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer, allen Beteiligten in der Entwicklung, von welcher Lerndauer wir in etwa ausgehen können oder müssen. Einstellungen und Erfahrungen, die beziehen sich zum einen auf den Lerngegenstand. Haben die Teilnehmenden voraussichtlich ein hohes Interesse an dem Thema? Haben sie eine positive Einstellung gegenüber dem Lernen mit Medien? Gibt es negative Erfahrungen, die zu berücksichtigen sein müssen? Und schließlich Lernorte und Medienzugang. Da geht es darum, wo werden die Lernenden dann damit arbeiten? Werden sie zu Hause arbeiten? Werden sie am Arbeitsplatz lernen oder vielleicht auch unterwegs mit einem mobilen Device? Das sind alles Parameter, die wir bei der Zielgruppenanalyse bearbeiten. Und das sind Punkte, die auch Sie bei Ihrem didaktischen Konzept bitte durchgehen können und schauen, inwiefern kann ich die Zielgruppe anhand dieser Merkmale beschreiben. Wichtig ist, dass diese Parameter bei der Auswahl der didaktischen Methode relevant werden, bei der Lernorganisation, bei dem Medium. Und insofern machen wir diese Analyse nicht einfach nur so, sondern sie hat eben ihre Bedeutung auch bei den anderen didaktischen Entscheidungen. Ich möchte einen Schritt weitergehen und Ihnen nahebringen, die Zielgruppenanalyse, das ist ein ganz typisches Instrument, was wir bei der didaktischen Konzeption immer durchführen. Die Zielgruppenanalyse lenkt aber den Blick auf die Lernenden und nicht auf alle anderen Akteure, die bei der Produktion und Implementation eines mediengestützten Lernangebotes relevant sein können. Hier in diesem Beispiel habe ich einmal gegenübergestellt die Begriffe Stakeholder und Shareholder. Wir müssen überlegen, es gibt auf beiden Unternehmen etwa die Eigentümerperspektive, also welche Aspekte sind bei der Einführung eines Lernangebotes zu beachten aus Sicht der Eigentümer des Unternehmens, der Unternehmung oder aus Sicht der verschiedenen Anspruchsgruppen. Die Lernenden wären eine Anspruchsgruppe, die wir in der Zielgruppenanalyse analysiert haben. Aber wir müssen sehen, ein erfolgreiches Lernangebot zu implementieren, bedeutet nicht nur die Aspekte der Zielgruppe und der Lernenden zu sehen, sondern eigentlich den Blick weiter auszudehnen auf alle relevanten Stakeholder oder auch Shareholder. Also unterscheiden wir zunächst die Shareholder. Das sind die Personen, die in einem Unternehmen investiert haben. In dem unternehmerischen, im betriebswirtschaftlichen Sinne ist es die Perspektive, bei der es um Gewinne geht, um Umsätze, um Marktposition oder ähnliches. Die Shareholder-Perspektive kann es aber, wenn man so will, auch bei öffentlichen Einrichtungen geben. Es geht immer dabei aber eben halt um die Betrachtung aus der Unternehmenseigentümersicht.
die Shareholder-Perspektive ist eine weitere Sicht. Und Sie sehen hier, das sind Perspektiven, die aus ganz unterschiedlichen Aspekten zu berücksichtigen sind. Wenn wir nur die Eigentümerperspektive bei der Planung von Lernangeboten, aber auch von anderen Produkten einer Einrichtung sehen, dann sind damit möglicherweise Probleme verbunden. So die Diskussion in der Betriebswirtschaftslehre. Nämlich, es werden soziale, gesellschaftliche Aspekte vernachlässigt, vielleicht solche Aspekte wie Sicherheitsstandards, Menschenrechte, die dann letztlich eine Engführung mit sich führen und den langfristigen Erfolg einer Unternehmung eben in Frage stellt. Deswegen der Gedanke, ich kann nur dann nachhaltig arbeiten, wenn mehr als die Interessen der Shareholder berücksichtigt werden, sondern eben halt auch aller anderen Anspruchsgruppen. Ja, das kann man sehen bei bestimmten Krisen, auch in Märkten etc. Hier einfach mal ein Blick auf mögliche interne oder externe Stakeholder. Sie sehen, die Mitarbeitenden sind natürlich eine relevante Gruppe, aber auch dann gibt es externe Stakeholder, das können bei Unternehmen Lieferanten sein, das können Kunden sein, das kann aber auch die Gesellschaft, der Staat in einem viel weiteren Sinne sein. Also, das sind die verschiedenen Perspektiven, die Anspruchsgruppen auf ein Unternehmen haben. Und der Gedanke ist, wir können heute nachhaltig wirtschaften in einer komplexen Umwelt, nur dann, wenn wir eben diese vieldimensionalen Ansprüche auch berücksichtigen. Und die Forderung steht hier, alle Anspruchsgruppen berücksichtigen. Das ist natürlich eine sehr weitreichende Forderung und bei der Planung eines Lernangebotes auch ganz schwierig zu berücksichtigen. Aber dennoch ist es wichtig, dass wir uns eben klar werden, wir können gerade auch mediengestützte Lernangebote nicht einfach nur für die Lernenden realisieren und aus der Blickrichtung der Lernenden, sondern wir müssen andere Anspruchsgruppen schon dabei beachten. Beispiel nur die Sicht der Dozierenden, die Sicht der EDV, der IT-Abteilung, die Sicht einer Fachabteilung, der Unternehmensleitung, auch der Lernenden und mit denen dann die Lernenden zu tun haben, also möglicherweise Kunden und andere Personen. Also das Ganze weitet den Blick doch nochmal deutlich aus. Hier ein Beispiel von Unternehmen, wo auch deutlich wird, eben, dass da Ansprüche damit verbunden sein können, die auch abstrakter Art sind. Ja, hier eine Übertragung auf Schule, um hier das auch deutlich zu machen, dass dieser Ansatz sich sehr wohl auch auf Bildungssektoren übertragen lässt. Also im Unterricht, wenn wir Angebote für den Unterricht planen, sind natürlich die Lehrenden und die Lernenden, die Schüler, Schülerinnen beteiligt, aber im Grunde genommen weitet sich der Blick der Anspruchsgruppen doch immer weiter aus, nicht? Es sind Eltern vielleicht zu berücksichtigen, Schulleitung, Schulkonferenz, Schulträger. Sie merken, das weitet sich aus und im Endeffekt können wir natürlich nicht alle Ebenen berücksichtigen und analysieren. Das macht auch letztlich nicht Sinn. Aber Sie sehen, zum Beispiel eben wäre es vielleicht auch zu beachten, wie sieht die Schulleitung das, wie sieht die Schulkonferenz da, die Lehrenden, wie wären abstrakte Ansprüche von zum Beispiel Datenschutz zu beachten. Das wäre ein Anspruch, der sich nicht unbedingt jetzt in einem institutionell so sichtbar wird, vielleicht in dem Datenschutzbeauftragten. Aber Sie sehen eben, alle diese Anspruchsgruppen können wir in den Blick nehmen. In der betrieblichen Bildungsarbeit sind die Anspruchsgruppen oftmals noch komplexer. Da geht es nicht nur um eben Lernende und Lehrende, sondern da ist das Umfeld auch in der Logik zwischen verschiedenen Abteilungen und den verschiedenen eben auch Interessen in einer Unternehmung zu berücksichtigen. Also der Punkt bei einer Stakeholder-Analyse
ist, dass wir diese Anspruchsgruppen zunächst einmal identifizieren. Das sind Personen, das sind Abteilungen, Unterabteilungen, aber auch abstrakte Ansprüche wie eben Datensicherheit, Datenschutz. Es geht darum, diese Ziele und Einstellungen der Anspruchsgruppen zu erfassen, Konflikte zu antizipieren. Und als letzten Punkt auch bei einem komplexeren Vorhaben der Einführung eines neuen E-Learning-Angebotes beispielsweise die Frage, wer kann das Vorhaben unterstützen, behindern. Wir sprechen hier von Promotoren oder Opponenten. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, die Analyse der Zielgruppen und Anspruchsgruppen ist ein weites Feld und im Grunde genommen ein beliebig weites Feld. Aber der erste Punkt ist, wir machen in unseren Vorhaben immer eine Zielgruppenanalyse. Da haben Sie die Parameter gesehen, die hier relevant sind. Aber mir ist es auch ein Anliegen, deutlich zu machen, wir müssen bei unseren Innovationsvorhaben, die wir ja eben mit E-Learning oft verbinden, auch die weiteren Anspruchsgruppen in das Blickfeld, in den Blick nehmen, um hier nicht zu übersehen, dass die Innovation ja doch eben in einer Organisation stattfindet, mit Menschen stattfindet und stattfinden muss. Und insofern ist auch wichtig, ist da ein genaueres analytisches Vorgehen zu haben, wie man diese Ansprüche und Anspruchsgruppen doch genauer analysieren kann.